Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Hoffentlich kriegen wir dieses Mal nicht wieder einen Monsterraum. Das Problem ist halt, wir sind Pflanze und Kampf und wir haben einfach so kaum Chancen gegen diese ganzen Pokémon, die hier auftreten, da die halt alle so Stahl, Geist, nee, Geist gar nicht, Stahl, Psycho und sowas alles sind. Das ist ein bisschen problematisch. Leider. Aber, was soll's, ich habe zwei Nachrichten bekommen. Wow. Moment. Ah. Okay, gut. Ja. Bisher sieht's ganz gut aus. Kommen ganz gut hier durch. Ein Stolos? Nein, gar nicht. Stolos, wie komme ich auf Stolos? Forstaker. Wenn dann noch unsere Attacken daneben gehen, dann kann das ja auch nichts werden. Dein Ernst? Was ist das denn? Haben wir eigentlich unsere... Ja gut, wir haben unsere Eisendorn behalten, okay. Super, super. Hat Forstaker eben unsere Genauigkeit gesenkt? Irgendwie zufälligerweise. Könnte ja sein, ne? Habe ich jedenfalls das Gefühl. Oh! So viele verdammte Pokémon. Eben kaum Pokémon begegnet und jetzt... Gleich auf den Schlag Tausende. Gefühlt. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen wir hier hochgehen müssen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel wir im letzten Part hochgegangen sind. Bis zur Monsterfalle. Ich denke so. Weiß nicht, wir müssen so. 10 vielleicht? Ich denke 10 kommt hin. Ja, ich schätze schon. Aber das dürften wir hoffentlich packen. Haus, das kommt halt wieder ein Monsterraum. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Durchbruch bekommen, das ist super. Durchbruch ist halt echt eine gute Attacke. Eigentlich. Na! Ah! Ist Voluminas nicht eigentlich Stein? Nee, Stahl. Oder Stein. Ich weiß es echt nicht. Hm, egal. Ah, okay. Hey, da ist Reptane. Ihr beide. Reptane, alles in Ordnung? Kommt nicht näher. Was? Warum? Vorsicht. Ein Feind lauert in der, hier in der Nähe. Was? Wo? Er ist direkt neben dir. Neben mir? Er kann nicht... Ah! Für jene, die diesen Boden unerlaubt betreten. Für jene, die es kein... wird es keine Vergebung geben. Niemals. Am allerwenigsten für euch. Wer ist das? Wer bist du? Du fragst uns. Unser Name ist Krypok. Wir sind eine Manifestation von verschmolzenen Geistern. Von 108 Geistern. Seid vorsichtig, ihr zwei. Diese Pokémon hat große Kraft. Macht euch bereit für eure Strafe. Oh nee. Muss das sein? Toll, ich kann jetzt hier nicht angreifen. Super. Ja, wir benutzen Megasauger. Ist okay. Reptane ist weg. Reptane liegt da nicht mehr, wie kann das sein? Ränkenschmied, was ist da? Ah, Spezialangriff steigt, okay. Ich kenne die Attacke gar nicht. Super. Komm schon! Ja, ich weiß nicht, wie viel Leben es hat. Okay, es ist besiegt. Nice. Was passiert hier? Was ist weg? Echt jetzt? Lauf weg! Geil. Was war das? Was hatte das alles zu bedeuten? Sie sind vor Angst weggelaufen. Reptane! Ist alles okay? Ja, es geht schon. Kannst du aufstehen?
Irgendwie. Dieses Pokémon. Es war unheimlich gerissen. Es schlüpfte in meine Nase und riss die Kontrolle über meinen Körper an sich. Also, war es ein bösartiges Pokémon? Nein, das ist nicht wahr. Dieses Kripok war wahrscheinlich nur wütend, weil wir in sein Revier eingedrungen sind. Es war erschreckend, weil es vor Wut die Selbstbeherrschung verloren hat. Aber ihr habt gesehen, was passiert ist, als seine Lage kritisch wurde. Es ist geflohen. Normalerweise ist es ein scheues Pokémon. Es gibt in eurer Zukunft viele solche Pokémon. Es gibt viele Pokémon, die normalerweise gut wären. Wegen der ewigen Dunkelheit ist in dieser Welt sind sie jedoch verbittert und verrückt geworden. Ich verstehe. Dass diese Welt gute Pokémon verdirbt, das macht mich traurig. Hey, ihr zwei. Vertraut ihr mir jetzt endlich? Ein bisschen? Zugegeben, ich vertraue dir nicht wirklich, aber... Ich habe es euch schon einmal gesagt. Es hat keinen Sinn, zusammen zu bleiben, wenn es zwischen uns beiden kein Vertrauen gibt. Ich gehe. Oh, warte. Ich habe nicht gesagt, dass ich dir nicht glaube. Um ganz ehrlich zu sein, wir wissen nicht mehr, was richtig ist. Darum wollen wir so viel wie möglich erfahren. Und ich vertraue dir wirklich noch immer nicht ganz, Reptane, aber was du gesagt hast, ergibt irgendwie Sinn. Es erscheint mir logisch. Bitte, Reptane, sag uns, was du weißt. Erzähl uns von der Zukunft. Und warum du in unsere Welt gekommen bist, Reptane. Na, und wenn alles, was ich sage, ein Haufen Lügen ist? Schon in Ordnung. Ich werde nicht alles, was du sagst, sofort für bare Münze nehmen. Ich werde zuhören und dann entscheiden. Nun, okay, komm mit. Okay, Reptane. Oh, erzählt uns jetzt wahrscheinlich, was alles hier passiert ist. Nein. Kapitel 15, das Geheimnis um die Lähmung des Planeten. Yeah. Gut, das wird reichen. Die Zubiris werden uns hier nicht so leicht finden. Erzähl uns alles, Reptane. In der Zukunft, wie kam es zur Lähmung des Planeten? Der Grund für die Lähmung des Planeten. Der Grund liegt noch in eurer Zeit, in der Welt der Vergangenheit. Die Lähmung des Planeten begann mit dem Einsturz des Zeitdoms, auf dem Dialga reagierte. Dialga? Wer ist das? Das legendäre Pokémon, das die Zeit beherrscht. Vom Zeitturm und aus stellte Dialga sicher, dass die Zeit richtig floss. Doch als der Zeitturm einstürzte, damals geriet die Zeit allmählich außer Kontrolle. Und letzten Endes trat die Lähmung des Planeten ein. Was wurde aus Dialga? Als die Zeit durcheinander geriet, geriet auch Dialga außer Kontrolle. Hier in eurer Zukunft ist der Planet nun vollständig gelähmt. Deshalb hat Dialga fast komplett den Verstand verloren. Und ist der Dunkelheit verfallen. Dialga ist jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist zu einem völlig anderen Wesen geworden. Ja. Es hat sich in die urzeitliche Kreatur Schattendialga verwandelt. Okay. Schattendialga empfindet keinerlei Emotionen. Sein einziges Ziel ist die Selbsterhaltung. Darum will es verhindern, dass die Geschichte geändert wird. Deshalb will Dialga mich loswerden. Weil ich versucht habe, den Lauf der Geschichte zu verändern. Weil ich versucht habe, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Weil ich aus dieser Welt, aus eurer Zukunft, in die Vergangenheit, in eure Welt gereist bin. Ja was? Reptane, du sagst also, du bist in unsere Welt gekommen, um die Lähmung des Planeten zu verhindern? Aber das ist das genaue Gegenteil von dem, was man uns gesagt hat. Reptane, du bist in unsere Welt gekommen, um den Planeten zu lähmen, oder? Und Reptane, hast du nicht die Zahnräder der Zeit gestohlen? Na, das soll wohl ein Scherz sein. Ich habe die Zahnräder der Zeit gesammelt. Und das nur, weil ich sie gebraucht habe, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich musste sie zum Zeitturm bringen, um sie an ihre vorgesehene Stelle zu setzen. Das hätte den Einsturz des Zeitturms rückgängig gemacht, der zu eurer Zeit bereits im Gange war. Es stimmt zwar, dass die Zeit in einem Gebiet stehen bleibt, wenn man ein Zahnrad der Zeit entfernt. Aber das ist nur vorübergehend. Wenn die Zahnräder der Zeit in den Zeitturm eingesetzt worden wären, dann wäre die Zeit überall wieder in ihren Normalzustand zurückversetzt worden. Aber was ist dann mit all dem, was Zwölfens über dich gesagt hat? Er sagte zum Beispiel, dass du in der Zukunft ein gesuchter Verbrecher bist. Und wie du aus der Zukunft geflohen bist. Nur um dich in unsere Welt der Vergangenheit zu flüchten. Du sagst also, dass all das nur ein Haufen Lügen war? Na, was soll sonst sein? Zwölfens ist nämlich in Wirklichkeit. Nun... Er ist ein Agent, den die Schattendialga aus der Zukunft geschickt hat, um mich aus dem Weg zu räumen.
Was? Zwölfens wurde geschickt, um dich aus dem Weg zu räumen? Genau. Ich habe ja gesagt, es schatten die Alga. Nun, es wird jeden Versuch, den Verlauf der Geschichte zu ändern, verhindern. Als es erfuhr, dass ich durch die Zeit reise, zu diesem Zeitpunkt beschloss es mir, Zwölfens hinterher zu schicken. Der große Zwölfens, das kann nicht sein. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Du sagst das alles über den großen Zwölfens. Ich verstehe nicht, warum sich Zwölfens hier so verhält, aber ich hatte großen Respekt vor Zwölfens. Ich kann dir nicht glauben. Es ist schwer zu akzeptieren, aber wenn ich daran denke, was in dieser zukünftigen Welt erleben mussten, was wir erleben mussten, dann kommen mir die Worte von Reptane vernünftig vor. Es ergibt wirklich Sinn. Und Dragon weiß es. Dragon weiß im Grunde, dass Reptane die Wahrheit sagt. Aber das zu wissen, macht es fast noch schwerer, es zu akzeptieren. Aber hey, wo gehst du hin? Ich gehe zu Zwölfens. Na was? Ich will Zwölfens sehen. Ich werde herausfinden, ob du die Wahrheit gesagt hast. Was soll das denn bringen? Was soll denn das bringen? Du machst es ihnen nur leichter, dich aus dem Weg zu räumen. Du hast keine Chance gegen sie. Und? Was soll ich dann tun? Was du tun sollst? Hast du dich nicht schon zuvor gefragt? Und du hast beschlossen, dass du für dich selbst entscheidest. Weil du nicht wusstest, was du glauben sollst. Darum wolltest du meine Worte nicht für bare Münze nehmen, sondern selbst nachdenken. Ja. In schweren Momenten wie diesen muss man stark sein. Überlege selbst und tue dann, was du für das Richtige hältst. Reptane, was hast du jetzt vor? Ich gehe wieder in die Vergangenheit, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Und um das zu erreichen, dazu muss ich Celebi finden. Celebi? Genau. Ihr könnt mitkommen oder nicht, es ist eure Wahl. Ihr entscheidet selbst, was ihr tun wollt. Ich bin weg. Okay. Ist alles ein bisschen sehr überraschend, oder? Ich weiß auch nicht, was ich glauben soll. Aber es gibt eine Sache, die ich mit Sicherheit sagen kann. In dieser zukünftigen Welt der Dunkelheit. In dieser Welt ist der Planet gelähmt. Und die Lähmung des Planeten ist in unserer Zeit geschehen. Um dies zu verhindern, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen wieder zurück in die Vergangenheit. Wir müssen zurück in unsere Zeit. Doki, ja, ich weiß, was Reptane gesagt hat. Reptane hat recht. Es kommen harte Zeiten. Darum müssen wir jetzt stark sein. Ich bin in Ordnung. Gehen wir. Holen wir Reptane ein. Ja, machen wir das. Doki, wir müssen wieder zurück. Zurück in unsere Zeit. Ja. Das musst du mir nicht sagen, du. Ja. Diese Welt ist so meh. Das ist ein eingestürzter Zeitturm. Meister Dialga, das Feld wurde für die Ergreifung der Verräter vorbereitet. Wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir vielleicht um deine Hilfe bitten müssen, Meister Dialga. Okay. Wie du wünschst. Mit deiner Erlaubnis werden wir fortschreiten. Mein Magen knurrt. Das ist ein Wald, wie es aussieht. Oh, wir haben Reptane eingeholt, okay. Was ist das? Was war das für eine seltsame Empfindung? Ich hatte dieses seltsame Gefühl noch nie zuvor. Wo sind wir? Dies ist der Düsterwald. Sein Name rührt von dem dunklen Nebel her, der ihn ständig umhüllt. Tief in diesem Wald sollten wir Celebi finden. Hey, Reptane, du hast den Namen schon einmal erwähnt, aber wer ist Celebi? Celebi ist das legendäre Zeitreise-Pokémon. Es hat die Fähigkeit, die Zeit zu durchqueren. Aber, naja, es ist ein wenig eigen. Wie auch immer, Celebi half mir mit seiner Fähigkeit, in die Vergangenheit zu reisen. Also, wenn wir Celebi also finden, können wir dann wieder zurück in unsere Welt? Ja, ihr könnt zurückkehren. Aber
Celebi ist das Pokémon, das mich in die Vergangenheit geschickt hat. Das bedeutet, dass Celebi die Veränderung der Geschichten unterstützt hat. Aber warte mal, willst du damit sagen, dass Celebi auch in Schwierigkeiten steckt? Genau richtig. Schattendiager hat es auf auch auf Celebi abgesehen. Es geht also, keine Zeit zu verlieren. Macht euch bereit, wir müssen Celebi finden. Okay. Dann lagern wir erstmal ein paar Items, würde ich sagen. Na, wir haben zu wenig Platz, Alter. Das will ich auf jeden Fall lagern. Ach, wir haben so wenig. Okay, ja, ich will nur das beides lagern. Das andere ist jetzt nicht so wichtig zu lagern. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Bist du bereit? Ja. Eure Vorbereitung scheint abgeschlossen zu sein. Dann lass uns gehen. Wir werden Celebi finden und in die Vergangenheit zurückkehren. Gehen wir. Oh, warte, geh noch nicht. Was ist los? Wenn wir drei in unsere Welt zurückkehren, Jane, wirst du dann... Wirst du wie bisher die Zahnräder der Zeit stehlen? Nun, ja, das werde ich. Anders kann ich die Lähmung des Planeten nicht aufhalten. Aber ich, Raptain, ich bin noch nicht überzeugt. Ich vertraue dir noch nicht völlig. Ich arbeite nur mit dir zusammen, weil ich wieder in unsere eigene Welt zurück will. Wenn wir es schaffen, zurückzukommen, Raptain, dann werde ich herausfinden, ob du die Zahnräder der Zeit wirklich gestohlen hast, um die Lähmung des Planeten zu stoppen. Raptain, wenn ich zu dem Schluss kommen sollte, dass du die Zahnräder der Zeit zu Unrecht gestohlen hast, dann werde ich dich aufhalten, Raptain. Du, was du nicht lassen kannst, aber denk dran. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir wieder sicher in eure Welt zurückgelangen. Also fürs Erste solltet ihr euch darauf konzentrieren, sicher nach Hause zu kommen. Gehen wir. Ich kann es spüren. Ich fühle etwas Seltsames. Was gibt es, Doki? Ich weiß es einfach. Ich habe schon mal so etwas gespürt. Es war... Das ist es. Es war als... Ich wusste, der Ort kommt mir bekannt vor. Hä? Stimmt etwas nicht, Doki? Was ist das für ein seltsames Gefühl? Ich weiß nicht, wo es kommt. Moment mal, ich kenne diesen Ort. Das dachte ich mir. Dieses Gefühl war ähnlich wie jenes, das ich damals hatte. Hey, was macht ihr da? Beeilung. Wir müssen uns beeilen, Doki. Okay, wie es aussieht. Ich wusste irgendwie... Ist das hier so der Nebelsee? Wegen dem, auch der düster Wald wegen dunklem Nebel und so. Ich dachte mir schon irgendwie sowas. Gut. Aber ich glaube, den packen wir jetzt nicht mehr in diesem Part, Leute. Also sehen wir uns bei 46 Reptane, lol. Alter. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.